Hallo und willkommen bei Prepper Fox. Unter uns Menschen ist es ganz normal, dass wir gegenseitig Weisheiten austauschen. Und das gilt natürlich auch für uns Prepper. Daher möchte ich euch heute mal 10 Weisheiten nennen, die ich im Bereich Prepper und Krisenvorsorge sehe. Mehr dazu nach dem Intro. Die 10 Weisheiten von heute sind natürlich nicht alle auf meinem Mist gewachsen. Die haben sich einfach über die Jahre so angesammelt und die habe ich für mich selber auch interpretiert, was für mich wichtig ist und wo ich einen Bedarf in meiner Krisenvorsorge sehe und die ich dann halt auch beherzige für mich. Fangen wir gleich mit den 10 Weisheiten an und die erste betrifft gleich einen großen Punkt, der mir selber auch sehr wichtig ist und das ist, du hast nie genug Trinkwasser. Und ich meine damit jetzt gar nicht zwangsläufig die Menge an Trinkwasser, die du zu Hause hast. Lass das mich erklären. Wir Menschen unterschätzen das oft, wie wichtig Trinkwasser für uns ist. Erstens ist es nach 3 Tagen wirklich problematisch, wenn man kein Trinkwasser bekommt. Speziell auch ältere Leute oder Kinder werden da große Probleme bekommen. Sollte man Wasser bekommen, das verunreinigt ist, dann bekommt man noch zusätzliche Probleme wie Durchfall, Magenprobleme und so weiter. Und daher sollte man sich mit der Aufbereitung von Trinkwasser unbedingt beschäftigen. Bei mir schreiben die Leute auch immer oft unter den Videos, ja, ich wohne in Deutschland, ich wohne in Österreich, wir haben doch genug Wasser. Ja, das schon, aber es muss nicht sein, dass das trinkbar ist. Und daher muss man sich damit auskennen, wie man Wasser richtig aufbereitet, filtert und einfach auch findet, sammelt und so weiter. Das gehört für mich alles in eine sinnvolle Krisenvorsorge hinein. Nicht nur 10 Sechserträger mit Mineralwasser, das ist mir einfach zu wenig, weil Trinkwasser so ein wichtiger und essentieller Punkt ist für uns Menschen und auch in der Krisenvorsorge. Daher halte ich den ersten Punkt gleich für einen der wichtigsten. Schaut, dass ihr nicht nur genug Trinkwasser habt, sondern auch viele Wege kennt, um an Trinkwasser zu kommen, wenn ihr die Möglichkeit in einer Krise zum Beispiel nicht habt, dass ihr das irgendwo einkauft. Beim zweiten Punkt enttäusche ich da draußen vielleicht den einen oder anderen Rambo, der der Meinung ist, dass eine Waffe unverwundbar macht. Es tut mir leid, eine Waffe macht niemanden unverwundbar und es ist ganz egal, um welche Waffe es sich hier dreht. Wer der Meinung ist, dass er eine Waffe besitzen muss, um sich zum Beispiel selbst zu verteidigen, dem sei das selbst überlassen. Das ist für mich auch in Ordnung. Eine Waffe im Sinne der Verteidigung ist für mich immer okay gewesen. Da habe ich kein so großes Problem damit. Wenn es aber darum geht, dass die Leute meinen, jetzt weil ich eine Pistole habe oder ein Gewehr, da kann mir niemand etwas anhaben und ich bin jetzt Superman und ich bin unverwundbar, das ist einfach Schwachsinn, Leute. Und wenn man das im Hinterkopf behält, wie verletzlich man selber eigentlich ist, trotz einer Waffe, dann wird man auch weniger Risiken eingehen und sich vielleicht selbst nicht so leicht in Gefahr begeben, wenn es zu einer großen Krise kommt. Sicher kann man sein Leben aufs Spiel setzen und mit einem großen Feuerwerk dann das Ende besiegen, aber das ist, glaube ich, nicht zielführend im Sinne der Krisenvorsorge, weil wir ja überleben wollen. Und jedes Risiko, jede Auseinandersetzung, jeder Kampf ist ein Risiko und eine Gefahr, dass ich eben nicht überlebe. Und das sollte man dann schon bedenken, dass man trotzdem ein verletzlicher Mensch ist, der einfach aufpassen muss, was er so in einer großen Krise auch anstellt. Der dritte Punkt betrifft vielleicht auch gerade wieder uns Prepper, weil es da viele in diesem Bereich gibt, die einfach keine Hilfe annehmen wollen oder können. Natürlich ist das Bestreben eines Preppers, ohne Hilfe von außen und generell ohne Hilfe von irgendjemandem zurechtzukommen. Und das ist ja eine sinnvolle Vorgabe, die ich selber für mich auch so handhaben würde. Aber trotzdem ist es bescheuert, wenn man dann Hilfe von anderen oder von Behörden oder irgendjemanden einfach nicht annimmt oder nicht annehmen will aus Stolz heraus. Und das sehe ich als großes Problem. Daher nehme ich mir fest vor, dass ich Hilfe gerne annehme. Natürlich mit Vorsicht, das ist keine Frage. Nicht jeder, der den Eindruck macht, dass er dir helfen will, hilft dir vielleicht, sondern wird dann vielleicht ein Problem oder eine Gefahr für dich. Das kann schon passieren. Aber grundsätzlich ist Hilfe jetzt nichts, für das man sich schämen muss, wenn man so etwas annimmt. Und das ist für mich eine große Weisheit, die ich auch beachten werde. Thank you.
Auch wenn man bereit ist, dann Hilfe anzunehmen, würde ich große Menschenmengen meiden. Und das ist die nächste Weisheit. Meide große Menschenmengen in einer großen Krise. Warum? Im normalen Leben ist es schon schwierig, dein Gegenüber abzuschätzen. Du weißt nie, wie sich Menschen verhalten. Jeder kann im Prinzip eine Gefahr für dich sein. Und Vertrauen ist schon gut und da wirst du wahrscheinlich nur eine Handvoll Leute haben, denen du zu 100% vertraust. Und umso größer die Menschenmenge, umso schwieriger wird es für dich sein, die Lage einzuschätzen. Ist irgendjemand dabei, der für mich eine Gefahr ist? Was haben diese Leute im Sinn? Und gerade wenn es in einer Ausnahmesituation dazu kommt, dass die Leute panisch sind, nervös sind, Angst haben, dann wird das noch viel schwieriger sein, diese Menschen auch einzuschätzen. Und daher würde ich aus meiner persönlichen Einstellung heraus auch große Menschenmengen einfach meiden und versuchen, in einer kleinen Gruppe zu bleiben oder im Notfall sogar alleine, um mich zu schützen vor irgendeiner Eskalation in einer großen Gruppe. Wenn es dennoch nötig sein sollte, dass du in eine Menschenmenge hineingehen musst, aus welchem Grund auch immer, dann würde ich es für ganz wichtig halten, dass du dich unauffällig verhältst. Unauffällig ist natürlich immer eine Sache der Situation, die gerade herrscht und in welcher Gruppe von Leuten du gerade bist. Unauffällig würde für mich zum Beispiel in der Stadt bedeuten, dass ich nicht mit einer Tarnkleidung herumlaufe oder vielleicht eine Waffe offen trage oder irgendetwas, das halt auf mich aufmerksam macht. Vielleicht irgendwelches großes Gepäck, wenn die anderen nichts dabei haben und so weiter. Man sollte in der Masse oder in den Leuten dann versuchen, einfach unterzugehen. Das Greyman-Konzept, das habt ihr sicher schon mal gehört, das wäre hier für mich der schlauere Weg, um einfach keine Leute auf mich aufmerksam zu machen oder irgendwie in irgendeiner Weise aus der Masse herauszustechen, entweder im Sinne von Aggression oder vielleicht auch von Ängstlichkeit oder Angreifbarkeit. Das würde ich grundsätzlich versuchen zu vermeiden in einer großen Krise. Es gibt leider einige Leute da draußen, die nicht warten, bis es zu einer großen Krise kommt, sondern die haben jetzt schon zum Teil Angst und manche leider Gottes auch Panik. Und da kann ich nur die nächste Weisheit nennen und die wäre, spare dir deine Angst und deine Panik für dann auf, wenn es soweit kommt. Es bringt mir jetzt nichts, wenn ich, bevor irgendetwas passiert oder wo ich noch gar nicht weiß, dass etwas konkret passiert, mich schon davor fürchte. Das ist nicht zielführend, sondern man kann ja über Risiken nachdenken, eine Risikoeinschätzung betreiben, selber auch darauf reagieren, indem man sich einfach vorbereitet und versucht halt, wenn dieses Problem dann eintreten würde, schon Lösungen parat zu haben und dann braucht man in meinen Augen auch keine Angst mehr haben. Ich denke, viele haben auch das Vorurteil gegenüber uns Prepper, dass wir so ängstlich und paranoid sind. Nehmt mich als Beispiel. Wirke ich ängstlich und paranoid? Ich denke nicht. Ich glaube, dass ich hier auf YouTube auch einer der ruhigsten und gelassensten Menschen bin, die man so finden kann in diesem Bereich. Also ich verbreite auch, soweit das geht, keine Panik. Ich versuche sachlich zu bleiben und das ist für mich auch genau der Weg, mit Krisen oder mit der Krisenvorbereitung umzugehen. Die Angst und Panik wird vielleicht auch kommen in einer großen Krise bei mir, das kann ich nicht sagen. Und wenn sie dann kommt, ist es auch okay. Angst und Panik sind ja ganz normale Gefühle, die wir Menschen eben so haben und das können wir nicht so kontrollieren, ob wir das jetzt haben oder nicht, sondern das tritt einfach auf und wenn das dann eben in einer großen Krise so ist, dann ist es so. Aber im Vorfeld, muss ich ehrlich sagen, möchte ich mir das sparen und das bringt für mich auch nichts, wenn ich mich schon vor etwas fürchte, das noch gar nicht eingetreten ist. Die nächste Weisheit oder der nächste Tipp lautet, bleib aktiv und gib nicht auf. Und das kann man sowohl vor einer Krise beachten, als auch dann in einer großen Krise. Wenn ich jetzt bei der Krisenvorsorge an einen Punkt komme, wo ich mir denke, okay, das bringt alles nichts mehr und ich gebe einfach auf und mache nicht mehr weiter, dann wird die Krisenvorsorge nicht sehr sinnvoll sein. Ich muss schon bis zu einem gewissen Grad davon überzeugt sein, was ich da mache und auch dahinter stehen und nicht das so Larifari betreiben und einfach irgendwas tun, was halt dann unterm Strich keinen Sinn macht. Und natürlich auch genauso in einer großen Krise werde ich versuchen, nicht aufzugeben und immer wieder weiterzumachen. Das ist ja auch diese Triebfeder oder dieser Trieb in uns Menschen zu überleben und überleben zu wollen, das uns dann Möglichkeiten eröffnet, die wir so wahrscheinlich nie haben werden, weil wir einfach geistig und mental und körperlich dann an unsere Grenzen gehen können oder die Grenzen auch überschreiten. Und das ist ja wichtig. In einer Panik- und Angstsituation werden aus uns Kräfte heraus treten, die uns selber fremd sind und die uns dann vielleicht auch selbst erschrecken werden. Aber die brauchen wir, damit wir einfach weiterkommen. Und solange man nicht aufgibt, denke ich, gibt es einen Morgen und einen Weg.
Und das ist mein Mantra vor der Krise und natürlich auch in der großen Krise, wenn mal eine kommen sollte. Beim nächsten Punkt geht es um das Selbstbewusstsein oder das Selbstvertrauen. Ich denke, dass es wichtig ist, selbstbewusst zu sein. Natürlich muss man in sich selber auch ein gewisses Vertrauen haben. Vielleicht braucht man auch Gottvertrauen, um irgendeine Krise überstehen zu können. Aber man sollte nicht überheblich und nicht leichtsinnig werden. Eigentlich erklärt sich das von selbst. Was passiert, wenn ich leichtsinnig und überheblich bin? Ich gehe Risiken ein, die ich nicht eingehen sollte. Und bekomme dann eben die Rechnung präsentiert in Form von einer Gefahr oder einem Problem, das auftritt und das mich dann wahrscheinlich davon abhält, weiterzukommen oder vielleicht sogar zu überleben. Und das möchte ich speziell in einer Krise nicht haben, dass ich dann plötzlich vor einem Problem stehe, das ich selber kreiert habe, indem ich mich einfach auf ein Risiko eingelassen habe, das nicht notwendig gewesen wäre. Selbstverständlich funktioniert das Leben nicht ganz ohne Risiko, egal ob jetzt eine Krise besteht oder nicht. Das ist klar, aber man sollte trotzdem immer versuchen, die Risiken, die man eingeht, zumindest entweder abzuwägen oder sich so weit abzusichern, dass diese Dinge, die dann eben passieren können, mit irgendeiner Lösung aufgefangen werden können. Und das ist ja auch die Krisenvorsorge selbst, ist ja genau so etwas, ne? Wir haben den Gedanken, dass möglicherweise was passiert und wenn es passiert, dann sind wir vorbereitet und haben alles parat und somit ist dieses Risiko bereits abgedeckt. Und bei der Selbstüberschätzung geht es eben darum, selber dieses Problem dann zu kreieren. Bei einer Krise kann das immer von außen kommen. Irgendwelche anderen Einflüsse kreieren dann diese Situation, dass es eben problematisch wird. Und bei der Selbstüberschätzung macht man das einfach selber. Das ist der große Unterschied. Auch die nächste Weisheit ist sicher vielen klar, aber ich möchte das trotzdem erwähnen. Man sollte die eigene Kraft und die Vorräte natürlich so gut wie möglich rationieren und einteilen. Wer jetzt in einer großen Krise sofort in den Keller geht und dort alles aufbraucht nach Lust und Laune, wird möglicherweise dann, wenn das länger dauert, ein Problem bekommen. Und daher muss man hier schon überlegen, wie weit man geht und was man da genau nutzt und in welchem Maße. Und gerade zu Beginn einer großen Krise, sofern das für mich klar ist, würde ich so sparsam wie möglich mit meinen Dingen umgehen, weil ich damit einfach nach hinten weg immer mehr Ressourcen habe, die ich dann noch nutzen kann, die sonst weg wären. Man muss jetzt auch nicht jeden Tag 2000 Kalorien essen und 3 Liter Wasser trinken. Vielleicht reicht mal ein Tag mit weniger und dann hat man schon wieder etwas gespart. Und das heißt ja auch nicht, dass man das am nächsten Tag dann aufholen muss. Natürlich haben wir Menschen ein Grundbedürfnis, einen Grundbedarf an Kalorien und Trinkwasser, aber das heißt nicht, dass man das nicht auch ein wenig strecken und rationieren kann. Ich selbst mache auch immer wieder Fastenzeiten, wo ich einfach nichts Festes zu mir nehme. Das schaffe ich locker 3 bis 4 Tage. Das ist überhaupt kein Problem. Und ich denke, in einer großen Krise werde ich das wahrscheinlich sogar länger schaffen. Und so wirklich Gewicht verlieren kann ich da auch nicht, außer halt das Wasser, das ich im Zuge dieser paar Tage verliere. Aber der Mensch nimmt nicht so schnell ab. Also kann man seine Kalorienzufuhr auch mal einschränken oder komplett weglassen für ein paar Tage. Das tut halt mir persönlich nichts. Und ich denke, das schafft auch jeder in einer großen Krise, wenn das unbedingt sein muss. Und bei der Kraft ist es natürlich auch nichts anderes. Ich kann jetzt nicht meine ganze Energie am ersten Tag für irgendwelche Dinge verbrauchen, mit 10 Leuten kämpfen. Und damit ich weiterkomme, dann werde ich irgendwann die Kraft verloren haben und dann werde ich auch mein Leben verlieren, weil ich einfach nicht mehr weiterkomme, weil ich diese Kraft auch sehr dringend brauche. Und bei der Kraft ist es natürlich auch wichtig, sich immer wieder dazwischen zu erholen. Also auch in einer Ausnahmesituation muss man irgendwie dafür sorgen, dass man sich entspannen kann. Klingt jetzt einfach, aber das ist einfach wichtig. Oder Schlaf zu bekommen, das sollte man unbedingt beachten. Bei der letzten Weisheit habe ich mir ausdrücklich etwas Positives ausgesucht, das ich euch noch weitergeben möchte. Und daher lautet die Weisheit, keine Krise dauert ewig. Egal, wann man in die Geschichte schaut, jede Krise hatte irgendwann mal ein Ende und die Leute konnten wieder ein relativ normales oder normales Leben führen.
Und das ist für mich auch eines der wichtigsten Mantras für die Zukunft und für Krisen, wenn sie auch auftreten, dass die nicht ewig dauern werden. Wir Menschen sind darauf programmiert, aus dem Chaos wieder Ordnung herzustellen, Strukturen, die zusammengebrochen sind, wieder aufzubauen. Und daher wird keine Krise eine Ewigkeit dauern. Natürlich, wenn man negativ eingestellt ist und negativ denkt, könnte man auch sagen, ja, das kann auch dann ein dickes Ende kommen und man kann sein Leben verlieren in so einer Situation. Ja, ist auch nicht auszuschließen, aber ich bin grundsätzlich ein positiv eingestellter Mensch, daher halte ich mich an dem Gedanken fest, dass eben keine Krise ewig dauert und man irgendwo auch wieder in ein normales Leben hineinkommen kann. Und mit diesem letzten positiven Punkt möchte ich das Video dann auch schon wieder beenden. Und ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr mir einen Kommentar hinterlasst. Schreibt mir unten einfach rein, was ihr zu diesen 10 Weisheiten sagt, ob die für euch vielleicht auch gelten, ob ihr die auch für sinnvoll haltet. Natürlich, wenn ihr noch weitere Weisheiten wisst, die für meine Zuschauer und mich interessant wären, dann lasst mir auch die da. Und natürlich freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben. Ihr könnt mein Video selbstverständlich auch gerne teilen. Und ganz wichtig, wenn ihr noch kein Abo meines Kanals habt, dann macht bitte eins. Es ist für euch kein großer Aufwand und mir hilft es weiter. Damit sage ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Euer Prepper Fox.